Hey, schaut ihr eigentlich dieses Jahr Germany's Next Topmodel? Die erste Folge spielte ja in Athen im Zapeion. Und mich hat dieses Gebäude sehr an das Parlament in Wien erinnert. Dann habe ich das allwissende Google befragt und gesehen, dass derselbe Architekt die Gebäude errichtet hat. Theophil Hansen, ein Architekt des 19. Jahrhunderts mit Hang zur griechischen Kultur. Deswegen schaut auch das Parlament in Wien aus wie ein griechischer Tempel, um an die Wiege der Demokratie zu erinnern. Das Zapeion in Athen heißt nach Evangelos Zappas, der Begründer der Olympien war, einem Vorläufer der heutigen Olympischen Spiele. Als er gestorben ist, vermachte er den Großteil seines Vermögens dem Olympischen Komitee, aber mit der Bedingung, dass sie dafür auch eine Spielstätte für die Olympischen Spiele errichten soll. Und so entstand Ende des 19. Jahrhunderts das Zapeion und heute wird es als Multifunktionsgebäude genutzt für Wettkämpfe, Märkte, Events, wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel.